Drohende Delistings, Regulierungen, die Covid-Politik, Stromausfälle, die Immobilienkrise und dann noch Taiwan. Habe ich was vergessen? Ich weiß es nicht, aber es reicht ja auch so schon. Kein Wunder, dass chinesische Aktien so stark gefallen sind. Aber inzwischen haben wir wieder sehr niedrige Bewertungen und es kommen gleichzeitig auch riesige Konjunkturprogramme aus Peking. Ist das jetzt eine Kaufgelegenheit oder soll man von chinesischen Aktien lieber die Finger lassen? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Chinesische Aktien. Die meisten Anleger haben wahrscheinlich vor allem mit den großen chinesischen Technologieaktien Geld verloren. Die sind ja früher bei uns auch gehypt worden, wie blöd. Und dann gab es aber plötzlich diese brutalen Regulierungen aus Peking, erst gegen Alibaba, dann gegen viele Technologiekonzerne dort und dann ja auch noch die Angst, dass die Aktien in den USA delistet werden. Es sind beides Dinge, wo ich sagen würde, inzwischen das Thema ist eigentlich durch, also das Delisting-Thema ist vielleicht noch nicht ganz durch, aber für die, die ein Zweitlisting in Hongkong haben, für die Unternehmen ist es jetzt nicht mehr die große Gefahr. Wenn Sie das vertiefen wollen, dann verweise ich auf mein Video, das ich dazu speziell gemacht habe, Ende August. Aber wenn das jetzt alles wirklich mehr oder weniger vorbei ist, dann sollte man ja meinen, dass die Aktien von Alibaba, JD.com, Baozun, Bilibili und wie sie alle heißen, dass sie jetzt wieder durch die Decke gehen. Das tun sie aber nicht. Und wenn man sich die letzten Zahlen anschaut, dann weiß man auch warum. Alibaba im E-Commerce letztes Quartal ein Wachstumsrückgang um 1% zum Vorjahr. JD.com auch nur noch ein Umsatzwachstum von 3,9%. Bei Baozun ein Minus von 8% und bei Vipshop sogar von minus 17%. Wo ist das Wachstum hin bei diesen Wachstumsaktien? Es gibt Tropfsteine in Tropfsteinhöhlen, die wachsen schneller. China hat offensichtlich ein Problem. Und natürlich haben alle Länder zurzeit ein Problem. Alle Volkswirtschaften leiden unter hohen Energiekosten zum Beispiel und unter einem nachlassenden globalen Wachstum. In China kommen aber noch ein paar Sachen dazu. Allen voran und hinlänglich bekannt die Covid-Lockdowns. Die haben der chinesischen Wirtschaft ja jetzt auch wieder die letzten Monate neue Schläge verpasst. Normalerweise wächst China überdurchschnittlich stark, leistet ja auch seit Jahren mit Abstand den größten Beitrag zum globalen Wachstum. Aber jetzt ist der Wurm drin. Im zweiten Quartal war das Wachstum nur noch bei 0,4%. Und was seitdem passiert ist, das ist auch nicht so berauschend. Das Wachstum vom Einzelhandelsumsatz im Juli zum Beispiel war nur noch bei 2,7%, war eine große Enttäuschung. Und jetzt im August, da war zwar zum Beispiel das Exportwachstum immer noch bei 7,1%, aber das Importwachstum nur noch bei 0,3%. Der Export ist also weiterhin nicht das Problem, sondern eben eine sehr schwache Binnennachfrage. Nur dass der Export, dadurch, dass die Weltwirtschaft ja jetzt auch immer weniger wächst, dass der für China als letzter Wachstumsmotor auch bald ausfallen könnte. Und das Wachstumsziel von 5,5% für dieses Jahr, das da ausgerufen worden ist im Frühjahr, und das klang damals auch noch relativ vernünftig, das kann man sich jetzt auch in die Haare schmieren, weil dafür bräuchte man jetzt im zweiten Halbjahr ein Wachstum von über 8%. Wäre schön gewesen, wenn man das noch irgendwie hingekriegt hätte, wenn man irgendwie noch die Kurve gekriegt hätte vor dem 20. Parteikongress im Oktober. Es sieht aber nicht so aus. Und ein Teil der Probleme ist eben hausgemacht. Und die Covid-Politik, die kann man zwar zur Not vielleicht schon ändern oder zumindest modifizieren. Was man aber nicht so einfach wieder loskriegt, das ist die Immobilienkrise.
Die Immobilienkrise hier auch oft schon besprochen, das ist die zweite große Verwerfung. Inzwischen natürlich auch eine soziale Verwerfung, weil die Immobilienkonzerne zum Teil so angeschlagen sind, dass sie unter Umständen nicht mehr weiterbauen können, teilweise. Bei 5% der Wohnungen, die schon bezahlt worden sind, von ganz normalen Leuten in den meisten Fällen, mit einer Fläche auch von 500 Millionen Quadratmetern, da gibt es keine Bautätigkeit mehr zur Zeit. Es war eine Immobilienblase. Die Regierung hat durchaus ja versucht, da rechtzeitig auch Luft rauszulassen. Aber wie es oft so ist, wenn man Übertreibungen hat am Markt, in dem Moment, wo Peking dann eben auch nur ein bisschen auf die Bremse getreten ist, da ist auch schon Panik ausgebrochen und die Baukonzerne sind ins Wanken gekommen. Und ich gehe auch davon aus, im Übrigen, dass viel von der Wachstumsschwäche momentan, die man den Covid-Lockdowns zuschreibt, dass die eigentlich auch aus der Immobilienkrise kommt. Es ist ein großes, dramatisches Thema. Ich gehe hier jetzt nicht noch weiter im Detail darauf ein, sondern Sie kriegen dazu von uns einen extra Zukunftsmärkte-Report ausführlich zur aktuellen Lage im chinesischen Immobiliensektor. Wie schlimm ist es da? Wie hoch ist das Risiko? Wie groß ist der Schaden? Und kommt China da unbeschadet wieder raus? Der Sektor ist so groß, dass es natürlich auch eine globale Dimension hat, ist ja zum Beispiel auch wichtig für die globale Rohstoffnachfrage. Die Reports von uns sind kostenlos im Übrigen und wenn Sie die auch lesen wollen, dann tragen Sie sich einfach einmal dafür ein auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Kurz gesagt, nur noch zu dem Sektor. Ich gehe nicht davon aus, dass es jetzt wirklich zu einem Systemcrash führen würde oder zu einer großen Bankenkrise, was ja auch oft kolportiert worden ist. Aber es wird die chinesische Volkswirtschaft viel Geld kosten und das ist eben auch Geld, das man anderswo auch gut hätte gebrauchen können. Und wie man sich denken kann, angesichts dessen schauen auch die chinesischen Aktien eben nicht mehr besonders gut aus. Das ist der Hang Seng China Enterprises Index, ein breiter Chart, ein breiter Index von den Hongkong gehandelten China-Unternehmen. Der Chart ist von TradingView. Seit 5 Jahren sind wir im Rückwärtsgang. 2020 zwar nochmal eine Erholung, 2021 ist dann aber die Regulierungswelle dann gekommen. Von da an ein schwerer Abschluss. Sturz, in dem sich der Index in der Spitze auch halbiert hat. Und es ist auch noch kein Ende in Sicht. Die letzten Monate, da war es natürlich an allen Börsen schwierig, das darf man auch nicht vergessen. Aber trotzdem, die chinesischen Aktien fallen eben schon ein Jahr länger als amerikanische und europäische Aktien zum Beispiel. Und sie sind eben auch stärker gefallen. Die Unverbesserlichen, und da gehöre ich ja auch zum Teil dazu, die verweisen immer gern auf die niedrigen Bewertungen in China. Die sind natürlich jetzt am Boden. Der Hang Seng China Enterprises Index, der ist jetzt bewertet mit einem Durchschnitts-KGV von 6,2 und mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,7. Also 30% Abschlag auf den Buchwert bei einem Index, wohlgemerkt. Und auch der MSCI China Index, das ist ein Index, der mir nicht so gut gefällt, weil er ja inzwischen sehr technologielastig ist, aber auch der hat nur ein KGV von 11,5 ungefähr und ein KBV von 1,7. Im Vergleich dazu der MSCI USA, der hat immer noch ein KGV von 17 und ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 4. Die Bewertungen wären also im Vergleich sehr attraktiv. Und dazu kommt jetzt eben auch noch eine lockere Geldpolitik in China und große Konjunkturpakete, zum Beispiel mindestens 600 Milliarden Dollar aus der Emission von Spezialbonds und aus einer höheren Bankenkreditvergabe und auch niedrigeren Hypothekenzinsen. Klingt doch jetzt nach einer spannenden Ausgangslage. An sich ist China ja trotzdem eine große Enttäuschung. Das ist jetzt nochmal der HSCI, diesmal aber seit 2003. Das Allzeithoch, das war wirklich schon 2007, da war die ganz große China-Begeisterung und es hat sich dann auch wieder nach der Finanzkrise gut erholt. Auch da war China ein großer Hoffnungsträger. Es ist dann aber die ganzen Jahre nie wieder auf das Niveau von 2007 zurückgekommen, völlig im Gegensatz zu der Rallye an den westlichen Börsen. China hat natürlich auch nie so eine lockere Geldpolitik gehabt.
Und jetzt dann aber eben auch noch der harte Rückschlag auf das niedrigste Niveau seit der Finanzkrise. Haben die Anleger einfach zu hohe Erwartungen gehabt an China? Eigentlich nicht. Beim Aktienmarkt ja, aber die chinesische Wirtschaft an sich, die hat die Erwartungen schon erfüllt. Das hier ist eine Grafik von Trading Economics, das chinesische Bruttoinlandsprodukt in Milliarden Dollar. Das Wachstum hat sich natürlich verlangsamt. Das ist aber, je größer so eine Volkswirtschaft wird, ja auch ganz normal. Aber wir haben ja gesehen, 2007 war das Allzeithoch beim HSCI, danach ging es nur noch seitwärts abwärts. In der gleichen Zeit hat sich die chinesische Wirtschaftsleistung mehr als vervierfacht. Also was will man mehr als Anleger? Aber das Ganze hat auch seinen Preis gehabt. Unter meinem Video zum Dollarraum und zum Euroraum, das ich neulich gemacht habe, da hat sich ein Zuschauer darüber gewundert, dass ich gesagt habe, die chinesische Gesamtverschuldung sei so hoch, weil ja die Staatsverschuldung zum Bruttoinlandsprodukt sehr niedrig ist. Also sie ist bei unter 70% und das stimmt auch, da hat der Leser recht, das ist auch sehr solide. Und auch viele chinesische Unternehmen sind wirklich sehr solide. Aber bei der Gesamtverschuldung, da haben wir eben noch die Provinzregierungen, dann noch die berüchtigten Finanzvehikel von diesen Provinzregierungen und dann eben noch die Staatskonzerne. Und da ist überall Geld ausgegeben worden mit vollen Händen. Und dann natürlich noch die privaten Haushalte und die privaten Unternehmen. Es gibt da eben auch viele, die nicht so solide waren. Und viel davon von den Schulden steckt natürlich auch im Immobiliensektor. Der Zuschauer hat natürlich schon recht gehabt damit. Man muss solche Aussagen immer hinterfragen, weil die Berichterstattung über Länder wie China hier bei uns, die ist nicht immer neutral. Aber in dem Zusammenhang muss ich trotzdem auch betonen, dass ich anders als da angedeutet bis jetzt selber nicht auf der Gehaltsliste der CIA stehe. Ist natürlich traurig und sehr bedauerlich und lassen Sie mich darum auch betonen, dass ich für alles offen bin hier, selbstverständlich. Wenn Sie meine Geheimdienstkarriere noch zusätzlich fördern wollen, dann tun Sie das am besten mit einem Kanalabo, dabei auch die Glocke drücken. Dann werden die Videos hier garantiert noch spannender, weil dann gibt es ab und zu auch ein bisschen Propaganda und geheime Luftaufnahmen vielleicht auch noch aus China. Bis dahin müssen wir uns aber begnügen mit öden Informationen, die öffentlich zugänglich sind. China hat was auf die Beine gestellt und das weiß jeder, der mal da war. Jeder kann das bestätigen, der sich da mal umgeschaut hat. Es ist mit Händen zu greifen. China hat aber auch in jeder Krise und bei jeder Wachstumsschwäche permanent nachgeholfen. Mit Infrastrukturprojekten, mit Kreditausweitung, mit Druck auf die Provinzregierungen auch, dass sie eben mehr investieren, sprich mit immer mehr Schulden, sodass wir in China dieses Jahr wahrscheinlich auf eine Gesamtverschuldung kommen werden von 275% vom Bruttoinlandsprodukt. Und diesmal läuft es eben auch wieder genauso, nur dass eben diese immer höhere Verschuldung, wie sich jeder denken kann, immer weniger bringt. Und auch für mich, ich gebe es zu, auch für mich drängt sich schon immer mehr der Gedanke auch auf, ob man sich da nicht einfach was vormacht mit China. Es brennt an allen Ecken, das soll aber bloß keiner merken und darum Schulden und eben immer noch mehr Schulden. Und das ist aber natürlich nicht nachhaltig. Und es stellt sich schon die Frage, was wir da jetzt eigentlich vor uns haben inzwischen. Also hat diese ganze große Story von China, dem riesigen Wachstumsgiganten, hat es überhaupt noch eine Basis oder ist das alles langsam nur noch ein Riesenwitz? Man muss natürlich sagen, die westlichen Länder, die haben es auch nicht viel besser gemacht die letzten Jahre. Und Peking will diese hohe Verschuldung auch eigentlich gar nicht. Peking hat auch schon öfter versucht in den letzten Jahren, dass es wieder Verschuldung rausnimmt aus dem System. Nur dann hat man aber eben leider auch jedes Mal gesehen, wie es dann plötzlich geknirscht hat. Also keine China-Aktien kaufen. Ich sag's mal so, es gibt
tausende börsennotierte Unternehmen in China. Viele davon sind hervorragend und auch die Bewertungen, wie schon gesagt, sind in vielen Fällen auch hervorragend. Gerade in der zweiten und dritten Reihe. Viele chinesische Aktien an sich sind eben stark unterbewertet jetzt. Punkt. Und China ist zurzeit außerdem so gut wie das einzige große Land, das sich Leitzinssenkungen leisten kann. Und das passiert auch gerade. Die Leitzinsen werden gesenkt. Die Verbraucherpreise in China sind im August nur noch um 2,5% gestiegen und die Produzentenpreise nur um 2,3%. Davon können andere Länder nur träumen. Und eigentlich wäre das ja auch ein Riesenvorteil zurzeit, dass China anders als alle anderen die Geldpolitik nicht straffen muss. Es gibt aber natürlich Probleme. Ich kann mir vorstellen, egal ob es jetzt Covid ist oder die Immobilienkrise oder auch Taiwan, dass man das am Markt schon in einem Jahr oder in anderthalb Jahren womöglich nicht mehr so sieht wie heute in der Schärfe, so wie man es jetzt sieht. Zu Taiwan übrigens sehe ich das Video, das ich gemacht habe am 8. August. Aber wenn man das vielleicht eines Tages nicht mehr so dramatisch alles sehen sollte, gibt es dann eine Chance auf eine breite Erholungsrallye bei China-Aktien? Es kann sein, ich weiß es nicht. Für mich ist China im Moment ein Markt für Stockpicker. Wir haben diese hochattraktiven, niedrig bewerteten, börsennotierten Unternehmen. Und wenn man sich damit beschäftigt, man kann das wirklich nur schwer ignorieren. Aber wir haben natürlich ohne Zweifel auch höhere politische Risiken, die kann man eben als Anleger auch nicht ignorieren. Man muss natürlich auch sagen, wir haben inzwischen in vielen Ländern ein erhöhtes politisches Risiko, vielleicht ja auch in unserem eigenen Land. Und abgesehen davon, wenn man aber nicht investiert ist in China, wenn man sich nicht dafür interessiert, wegen der Bedeutung von China, ist es trotzdem immer noch wichtig, dass man mitbekommt, was in China passiert. Ich spreche mich also immer noch aus für China-Aktien in einem überschaubaren Rahmen natürlich. Ich gehe aber nicht davon aus mittlerweile, dass das volkswirtschaftliche Wachstum in China in den nächsten Jahren wieder stark anzieht. Es wird erstmal unterdurchschnittlich bleiben und es wird enttäuschen. Und China braucht auch mittelfristig definitiv ein neues Wachstumsmodell. Viel von dem Superwachstum in den letzten Jahren ist gekommen aus dem Immobiliensektor und aus staatlichen Infrastrukturprogramm und das funktioniert jetzt aber so nicht mehr. Dazu vielleicht ein andermal mehr. Man kann nur hoffen, dass sich Peking jetzt auf seine Privatwirtschaft wieder stärker besinnt, auch weil diese Privatwirtschaft, die hat China die letzten Jahre eben auch unglaublich nach vorn gebracht und das kann keiner bestreiten. Insofern bleiben wir erstmal dran an China. Denken Sie auch noch an unsere gratis Zukunftsmärkte-Reports. Der nächste eben, wie gesagt, Anfang nächster Woche ausführlich zum chinesischen Immobiliensektor auf www.zukunfts-märkte.de. Ich hoffe, wir können das ganze geheime CIA-Material bis dahin dann auch noch einarbeiten. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.